Guten Morgen, ihr Lieben. Wir begrüßen euch nochmal ganz herzlich aus dem Urlaub. Die Kleinen sind alle schon wach. Also die zwei Kleinen, die mit uns hier im Zimmer sind, die oben schlafen noch. Wir wecken sie ja immer auf. Das ist unsere Routine. Wir wachen auf. Dann wecken wir sie ab. Beziehungsweise der Papa, der ruft dann die Michelle an. Weil den Patrick brauchst du gar nicht versuchen anzurufen. Der hört sowieso nicht. Und die Michelle hat er jetzt dreimal angerufen. Die ist immer wieder eingeschlafen. Ja, war halt müde. Und jetzt müssen wir ein bisschen auf sie warten und dann gehen wir frühstücken. Wir sind schon hier beim Frühstücken. Wir haben schon uns Essen geholt. Ich zeige euch mal, was ich mir heute geholt habe. Heute habe ich mir ein Omelette machen lassen mit Bacon und Gemüse. Patrick same, hat aber schon aufgegessen. Die Kinder sind süß beieinander, immer. Sie haben sich gefreut, dass es diese Donuts wieder gibt. Und der Papa hat auch einen richtig prallen Teller. Passt das alles rein? Magst du auch das? Ich kann es nicht glauben, aber wir haben es endlich aus dem Zimmer geschafft. Die Touristenbande. Das war schon wie ein Engländer. Ich schwöre, bei uns ist das die normale Lautstärke. Zwei streiten, einer brüllt. Das ist nämlich ein Prozedere, bis alle sich umziehen, mal anfangen, nachdem wir frühstücken waren, bis alle sich einschmieren. Wobei ich eigentlich fast alle einschmiere. Puh, hier fischelt es ein bisschen. What? Das Papas Atem, hat die Michelle gesagt. Michelle und Papa immer so am Streiten zu spaßen. Hier ist dieser Poolbereich, der ist so rammelvoll immer. Die Kinder gehen gerne im Pool schwimmen. Ich und der Papa waren bisher noch, wir haben noch einmal eins sehen in dem Pool. Ach, du warst? Boah, hier ist euch schon mehrmals gezeigt. Hier, Poolbereich. Hier getrennt durch das Tor. Und dann hat man hier so links und rechts so Dünen, die sogar betreten verboten sind. Aber manche, mein Pfiff drauf. Heute hat es 34 Grad. So, wohin des Weges? So, wir haben uns jetzt hier aufgebaut. Ich will schon im Pool gehen. Aber wenn du gehst, Schatz, dann geh. Gehst du mit, Philipp, im Pool? Nein. Ja, dann geh. Viel Spaß. Magst du nicht im Pool? Kleiner Babyfisch. Magst du im Pool? Ja? Michelle? Hallöchen aus von mir. Ja, ich habe mal die Kamera genommen, die gehen ins Wasser, die anderen sind schön im Wasser. Die ganze Wutz-Familie. Ich sage euch, da ist es so schön. Unglaublich. Das ist so eine Anlage mit sehr viel Grün, also wie man sieht. Also es ist schon eine touristische Zone, aber irgendwie nicht so typisch, wie man kennt, so mit vielen Hotels und so. Und das macht die Lage noch schöner, besonderer, sage ich mal so. Ah, da ist die Lara schon. Hallo, lieber, gib mir 5, yes. Das ist unser Hotel, also das besteht aus 1, 2, 3 Gebäuden. Und da in der Mitte irgendwo ist so eine riesengroße Poolanlage. Ich werde jetzt mal die Kamera zurückbringen, weil es ist mucho gefährlich. Ja, wir sind jetzt aus dem Wasser rausgekommen. Wir sind alle gestrandet. Meistens sind schon müde, schlafen schon. Die Mama liest ein Buch. Ich habe auch angefangen, ich lese schon, aber ich wollte sagen, ich wollte gerade mein Buch lesen. Und komm schon der nächste, gehen wir Slushy kaufen. Wir sind schon alle fertig geduscht, wir sind gerade fertig machen. Papa ist schon runtergegangen und ja, wir haben jetzt am Strand nicht mehr viel gefilmt, weil wir waren jetzt eigentlich nur mehr im Wasser, es war so heiß. Wie spät ist es? 19.30 Uhr und hat es 39 Grad, crazy. Ja, ich trage jetzt noch ein bisschen Parfum auf, Joga natürlich. Ein bisschen. Und würde sagen, wir gehen jetzt. Später. Hey, Baby, so lange war ich doch gar nicht weg. Wir haben uns voll an das gewöhnt hier, dass wir am Abend gleich wissen, wo wir essen. Essen ist nämlich immer hier. Wir waren ja sehr gewöhnt von Italien, dass wir so ein bisschen Selbstversorger sind in dem Sinne. Wir haben... In Italien war es so gut und hier nicht? Hier ist es besser. Doch, hier ist es besser? Ja, am Abend ist es. Können wir nicht einfach schon reingehen? Am Abend ist es besser. Also hier, warte kurz, Michelle, ich vlogge gerade. Also. Abend ist es hier besser. Ja, siehst du, am Abend ist es hier besser, Baba.
Ja. Für die Kinder definitiv. Und außerdem gab es nicht so eine Musik. Ja, das war cool, gell? Für die Kinder ist ja auf jeden Fall richtig toll. Wir müssen nicht lange nach Essen, Foodspot suchen, wir haben ja Essen sofort dabei. Es gibt hier nach dem Essen sofort Abendprogramm, Spielplatz, Dance Show. So schöne Animationen für die Kinder. Hier kann man auch wirklich nirgends hin spazieren, also das ist alles sehr weit weg, immer mit Bus oder vielleicht hast du ein Auto. Haben wir alles beides nicht? Wir verarschen den Papa immer. Wie hat der nette Herr gesagt? Das ist komisch, wenn ich das nochmal sage. Der hat gefragt, how many? Und war sagen, 7 bitte. Ich habe gesagt, ohne Bitter bitte. Oh ja, Bitter hast du auch gesagt. Ah, Bitter hast du auch gesagt. Wirklich, ja? Ja. Der Papa ist so ein richtiger Allmann. Ich habe kein Handtuch. Das fehlt nun, dann perfekt. Diese. So, jetzt nehme ich euch wieder mit ins Breiten. Wow, die Füße kann das alleine. So, nehmen wir hier ein bisschen Müll und zeige euch, was es Leckeres gibt. Hier vorne wieder Pasta Pizza, hier Salate und Soßen, richtig lecker. Hier gibt es immer so Antipasti. Ich gehe zu den Sachen, die ich schon kenne und möchte. Mentella. Das ist es bei mir geworden. Bisschen Lachs, bisschen Kotelett, Spieß. Ich glaube, es ist auch Schwein. Ja, und ein bisschen Beilage. Der Papa, was hat der? Viel Gemüse. Viel Gemüse, Kartoffeln. Und der Philipp, der hat da ein Hühnchen. Der ist hier, ist der nicht gerade. Wie er Schoppa macht. Ja. Die kleine Lara und ich holen uns schon was Süßes. Es gibt voll leckere Sachen immer. Mega. Also zum. Wenn man zunehmen will. Zitronen-Mausetorte. Nein, das heißt Mousse, das ist eine Creme, Lara. Zitronen-Mousse-Torte. Ja, entweder Pudding, Reispudding oder. Magst du Apfelkuchen, Lara? Apfelkuchen mag ich. Magst du Früchte oder Eis? Soll die Mama dir Erdbeereis geben? Nur zwei. So, ich hole mir auf jeden Fall so einen Reis. Der schmeckt so gut, Leute. Ich bin schon öfter gegessen. Fertig mit Essen, Essen fassen, richtigen Bauch bekommen. Abgenommen haben wir fix nicht. Und jetzt gehen wir Bipo, Spielplatz, so nennt es der Philipp. Philipp, wo gehen wir Spielplatz? Wir sind mittlerweile im Zimmer. Ich trinke hier ein alkoholfreies Bier. Der Papa trinkt auch eins. Der ist aber gerade am Balkon. So ein bisschen Me-Time allein sein. Ich bin hier mit dem Handy chillen, okay. Und wir liegen hier und schauen ein bisschen fern, wir drei. Die anderen sind auch schon im Zimmer und werden mich jetzt vom Vlog verabschieden. Das war jetzt auch der letzte Urlaubsvlog. Wir haben noch morgen einen Tag und dann reisen wir ab am Freitag. Wir haben noch den ganzen Donnerstag für uns morgen. Und am Freitag geht es in der Früh schon wieder nach Hause. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder, meine Lieben. Bye.